Schleierfahndung am Grenzübergang Selb-Asch. Tommy Hirschberg und Laura Eller von der Bundespolizei Selb sind hier an der bayerisch-tschechischen Grenze auf der Suche nach illegalen Böllern. Hamburg oder Rote 661. Aus dem Weg, aus. Wir wollten in Leipzig Golf, aber den versuchen wir am Kreisel. Es sind vor allem junge Menschen, die versuchen, Feuerwerkskörper nach Deutschland zu schmuggeln. Illegal sind sie, weil sie aus den Kategorien F3 und F4 sind. Dafür braucht man hierzulande einen Pyrotechnikschein. Gekauft werden die Böller meist aber auf den Märkten direkt hinter der Grenze. Dort sind die Kennzeichnungen oft sogar komplett gefälscht. Die nicht zugelassenen Gegenstände sind in der Regel mit mangelhaften Zündvorrichtungen ausgestattet bzw. mit einem erhöhten Sprengstoffgehalt. Und damit gehen deutlich erhöhte Gesundheitsgefahren einher. Ein Sprengversuch an Kohlköpfen macht den Unterschied deutlich. Ein geprüfter, in Deutschland zugelassener Böller verursacht selbst im schlimmsten Fall meist nur Verbrennungen. Ganz anders sieht es bei einem typischen illegalen Böller aus Tschechien aus. Die Bundespolizei setzt deswegen zum Jahresende einen Schwerpunkt der Kontrollen auf illegale Feuerwerkskörper. Diese vier haben nichts Illegales dabei. An manchen Tagen finden die Beamten aber in jedem zweiten oder dritten kontrollierten Fahrzeug Böller. Zusätzlich zur Schleierfahndung richten Tommy Hirschböck, Laura Eller und ihre Kollegen am Grenzübergang Selb-Asch auch immer wieder stationäre Kontrollen ein. Guten Tag. Wir führen hier eine Kontrolle im Rahmen der Binnengrenzfahndung durch. Haben Sie irgendwelche verbotenen Gegenstände, Messer, Drogen, Ähnliches eingekauft? Nein, gar nichts dabei. Okay. Je näher Silvester rückt, desto mehr häufen sich die Funde. Fast eine Tonne illegale Feuerwerkskörper haben die Bundespolizisten in Selb und Weidhaus dieses Jahr schon buchstäblich aus dem Verkehr gezogen. Auch dieses Mal werden sie fündig. Die vier Insassen des Roten Golfs haben einiges an Böllern im Kofferraum. Den jungen Thüringern drohen jetzt erhebliche Konsequenzen. Hat jemand von Ihnen einen Umgangsschein, Sprengstoffschein? Niemand. Somit sind ihr alle drei beschuldigt im Strafverfahren wegen Einfuhr von Sprengstoff oder in dem Fall Feuerwerkskörper mit falscher Kennzeichnung. F4 ist verbotener Gegenstand, somit verboten. Deutschland. Gegen euch drei wird jeweils ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Theoretisch sind dafür bis zu 3 Jahre Freiheitsstrafe möglich. Selbst bei einem kleineren Aufgriff wie diesem, gut 6,5 Kilo sind es am Ende, drohen den drei Schmugglern mehrere hundert bis über 1.000 Euro Geldstrafe. Die Kosten für die Vernichtung der illegalen Pyrotechnik kommen dann noch obendrauf.